Hallo Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal wieder ein kleines Rezeptvideo und zwar ein ganz einfaches, schnelles Rezept für zwischendurch. Und zwar habe ich hier einen Kohlrabi und mit dem zaubern wir heute Schnitzel. Ich möchte nämlich heute Kohlrabi-Schnitzel machen mit frischem Kartoffelsalat. Der Kartoffelsalat ist bereits fertig, der steht im Kühlschrank. Der wird jetzt ein bisschen gekühlt, damit er danach auch lecker schmeckt. Ich habe den Kartoffelsalat ganz einfach zubereitet. Einfach nur Kartoffeln, ein paar frische Kräuter, Gurke rein und ein kleines Senfdressing und das war's. Also wenn ihr das Rezept für den Kartoffelsalat wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal los. Ich habe nämlich extrem Hunger und ich freue mich auf diese Kohlrabi-Schnitzel. Ich hoffe, die werden was. Das Rezept für die Kohlrabi-Schnitzel findet ihr am Ende des Videos. Da könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich werde das alles hier aufschreiben, einfach abfotografieren und nachmachen. Und wenn ihr es nachmacht, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren wissen lassen, ob es geschmeckt hat. Oder ihr markiert mich auf Instagram, dass ich mir angucken kann, wie es ausgesehen hat. Ich bin ja mal gespannt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, der junge Mann ist bereit, ich bin auch bereit und das erste, was wir machen müssen, ist den Kohlrabi schälen. Und es geht ganz einfach, hier nehmen wir erstmal hier die Blätter weg. Den Kohlrabi habe ich übrigens beim Rewe besorgt. Wir haben zwar frischen Kohlrabi von Lisas Oma im Kühlschrank, aber die sind zu klein. Also man braucht auf jeden Fall einen großen Kohlrabi, weil sonst wären die Schnitzel ja so winzig. Und ich dachte mir, den beim Rewe habe ich gesehen, das ist der richtige Mann für mich. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen und jetzt schälen wir den Ganzen einfach. Wie ein Apfel, einfach schälen. Ist ein bisschen schwieriger als so ein Apfel. Es sollen keine Fäden mehr zu sehen sein. Also das sind ja so Fäden, die entstehen durch die Haut. Und am besten man sieht nur noch das Weiße vom Kohlrabi. Ja, das Rezept kann man ganz einfach nachmachen. Also wenn man mal Lust hat auf was Fettiges, so nach der Arbeit, ist, glaube ich, so ein Kohlrabi-Schnitzel schon was Feines. Der Kohlrabi ist geschält, sieht klasse aus und jetzt versuchen wir 1 cm dicke Scheiben vom Kohlrabi runterzuschneiden. Also ihr seht schon, ungefähr so sollen die dann aussehen. Geht auch sehr, sehr einfach, also man braucht halt ein scharfes Messer und schon ist der Drops gelutscht. Bin ganz froh, dass ich den Kohlrabi vom Rewe mitgenommen habe. Weil mit dem Kleinen wäre ich wahrscheinlich nicht weit gekommen und da wäre auch nicht viel rausgegangen, sagen wir es mal so. So, und jetzt haben wir reichlich Kohlrabi-Scheiben. Also es sind jetzt geworden 2, 4, 6, 8 Kohlrabi-Scheiben. Und die legen wir jetzt hier in Salzwasser und lassen die dann für 10 Minuten garen, damit die ein bisschen weich werden. Währenddessen der Kohlrabi im Salzwasser gart, bereiten wir schon mal hier die Panade vor. Und die geht ganz einfach. Wir brauchen 4 Esslöffel Wasser. Das kommt einfach hier in so eine Schüssel rein. 3, 4. Und als nächstes brauchen wir 1 Esslöffel Speisestärke. Und es kommt auch zum Wasser dazu. Und dann rühren wir hier schon mal ein bisschen um, weil sonst verklebt das Ganze so sehr. Und zu guter Letzt kommt noch Salz, also eine Prise. Ich habe jetzt hier Himalaya-Salz aus Pakistan. Das beste Salz, das man finden kann. Und hier habe ich noch eine Prise Pfeffer. Zack, frisch aus der Mühle. Jetzt rühren wir nochmal um. Und dann haben wir den ersten Schritt der Panade erledigt. Dann haben wir einmal hier ein kleines Bad für unseren Kohlrabi und dann kommt noch eine zweite Schüssel mit den Semmelbröseln. Aber vorher brauchen wir einen Esslöffel Mehl. Ich habe jetzt Dinkelmehl, kommt hier einmal in die Schüssel. Und dann habe ich frische Semmelbrösel vom Bäcker besorgt. Da kommen jetzt 5 Esslöffel rein. Einmal, zweimal, dreimal und 5. Und dann rühren wir das Ganze um, damit sich das Mehl und die Semmelbrösel ein wenig vermischen. Und ihr seht schon, ihr braucht wirklich nicht viele Zutaten. Ja, und zu den Semmelbröseln und zu dem Mehl kommt noch ein bisschen Paprikapulver. Aber echt nicht viel, nur ein bisschen was. So, fertig. Jetzt brauchen wir nur noch den Kohlrabi. Ich guck mal nach, ob der schon weich ist. Den lassen wir dann nur noch abtropfen und ein bisschen kühlen. Also der sollte jetzt nicht heiß sein, wenn wir den benutzen. So, fertig. Die Kohlrabi-Scheiben sind jetzt
ein bisschen weicher als zuvor, aber nicht zu weich. Und wir haben die jetzt eben im Salzwasser ein bisschen garen lassen. Und jetzt rühren wir hier nochmal um. Die erste Partie ab ins Schwimmbad mit unserem Kohlrabi. Ich bin ja echt mal gespannt, wann auch die Freibäder wieder aufmachen. Also da habe ich ja wirklich gestern habe ich darüber nachgedacht, weil es eben sehr, sehr warm war, sehr, sehr heiß. Normalerweise ist doch jetzt Freibad-Saison. Normalerweise hüpfen doch die Menschen jetzt ins Freibad und kühlen sich ab. Aber ich glaube, die machen erst, ich weiß es gar nicht, wann die aufmachen. Machen die nächste Woche, übernächste Woche machen die auf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich euch noch kurz erzählen, dass wir in den Europapark fahren, die Lisa und ich. Wir haben uns nämlich ins Hotel eingebucht, Kronosaar heißt, und dann haben wir 2 Tage im Europapark. Und ich bin mal gespannt, wie es da vor Ort ist. Muss man mit Masken rumlaufen? Wie ist es in der Achterbahn? Wie ist es mit Masken in der Achterbahn? Also ich bin ja wirklich mal gespannt und ich freue mich auf das vegane Essen vor Ort. Ich habe nämlich eine Europapark-App und da kann man eingeben, wo es vegane Gerichte gibt, in welchem Restaurant, und dann führt einem die App auf direkten Wege dorthin. Und der Vorteil ist, wenn man in einem Hotel schläft im Europapark, dann hat man 1 Stunde frühzeitigen Zugang zu den Achterbahnen. Das heißt, bevor alle anderen normalen Gäste reinkommen, bist du schon 1 Stunde drin. Du hast eben bevorzugten Eintritt. Und das finde ich sehr, sehr nice. Wir sind jetzt seit 10 Jahren sind wir im Europapark jedes Jahr gewesen und haben es uns nie geleistet, einmal im Hotel zu schlafen, weil es halt wirklich sehr, sehr teuer ist. Aber dieses Jahr haben wir uns gedacht, für die harte Arbeit, was wir geleistet haben, und wir haben halt wirklich viele Projekte umgesetzt, haben wir uns gedacht, dafür gönnen wir uns dieses Jahr einfach mal Europapark Hotel mit Eintritt, und ich freue mich schon riesig. Wir fahren tatsächlich schon in 14 Tagen geht's los. In 14 Tagen sitzen wir im Europapark, im Silverstar oder eben in der Wodan, in der Holzachterbahn. Ich lieb's, muss ich echt dazu sagen. So, ich habe jetzt hier die erste Scheibe eingelegt und die drehen wir jetzt nochmal um, hier in Speise, Stärke und Wasser. Und jetzt kommt die, okay, hier muss der Löffel raus, jetzt kommt die in diese Schüssel, wo eben unser Mehl und unsere Semmelbrösel drin sind. Und dann machen wir hier noch ein paar Semmelbrösel drauf, so rum auch, damit eben der Kohlrabi komplett mit Semmelbrösel und Mehl bedeckt ist. Soll ja auch eine knusprige Haut werden. Nochmal eine Runde. Und jetzt ist der Kohlrabi fertig. Die erste Scheibe haben wir schon mal. Die legen wir jetzt hierher. Und dann kommt schon die zweite. Machen wir dasselbe nochmal. Einfach hier ein bisschen einrühren, umdrehen. Auch ein bisschen Speisestärke dran ist. Und dann kommt es ins zweite Becken. Hier wieder mit Semmelbrösel. Schön einreiben, damit auch alles fest dran bleibt. So, und zu guter Letzt noch die beiden kleinen Kohlrabi-Scheiben und schon sind wir fertig. Sieht jetzt so aus und ich würde sagen, kann man so lassen. Sieht wirklich fantastisch aus. Ich bin mal gespannt, wie es im Nachhinein schmeckt. Hier habe ich noch eine Pfanne vorbereitet und da kommen jetzt gleich die Kohlrabi-Scheiben rein. Wichtig ist nur, dass die Pfanne heiß ist und das Fett, das da reinkommt, also hier habe ich Bratöl, muss auf jeden Fall einiges rein, damit eben auch die Pfanne ungefähr so 1 Zentimeter voll mit Öl bedeckt ist. Also die Schnitzel sollen da schon richtig drin schwimmen. So, und dann stellen wir das auf den Herd, lassen das Fett heiß werden und dann kommen aber erst die Kohlrabi-Scheiben rein. So sieht das Ganze dann aus. Also wir braten die jetzt auf einer Seite an und dann auf der anderen. Ja, ich würde behaupten, das sieht sehr, sehr lecker aus. Also ich bin begeistert bis jetzt. So, Freunde, die Kohlrabi-Schnitzel sind fertig und ich bin total begeistert. Also es sieht fantastisch aus. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Und es riecht einfach unglaublich gut. Ich habe hier noch ein kleines Schüsselchen für meinen Kartoffelsalat. Der ist auch extrem gut geworden. Also er riecht fantastisch und ich liebe ja Kartoffelsalat. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich zeige euch gleich mal, wie der aussieht. Oh, lecker, 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 lecker. Ein bisschen Dill habe ich drin, ein paar verschiedene frische Kräuter, Gurken habe ich noch mit rein. Oh my goodness. Also wenn der nicht lecker aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Also wirklich fantastisch. Ich muss jetzt essen. Ich habe nämlich sehr großen Hunger. Also so sieht das fertige Gericht aus. Einmal hier Kohlrabi-Schnitzel mit frischem Kartoffelsalat,
und frisch zubereiteten Ketchup. Das Video dazu blende ich euch am Schluss ein. Könnt ihr gerne mal nachmachen, wenn ihr selber Ketchup machen möchtet. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gedreht. Und jetzt probieren wir einfach mal hier die leckeren Schnitzel. Oh mein Gott. Oh, das riecht schon so gut. Mmh. 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 Also Leute, ich bin begeistert. Jetzt probiere ich meinen Kartoffelsalat noch. Leute, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Macht's gerne nach, probiert es selber aus und ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Ein sehr leckeres Essen, schnell zubereitet. So einen Kartoffelsalat macht man in 10 Minuten. Ihr habt es ja gesehen, die Kohlrabi-Schnitzel sind sehr, sehr einfach. Man braucht nicht viele Zutaten und es geht super, super schnell. Auch mal zum Mittag oder vielleicht sogar mit in die Arbeit nehmen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr könnt mich damit riesig unterstützen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne auch hier kostenlos tun und ihr verpasst kein Rezeptvideo mehr. Also ich werde regelmäßig Rezeptvideos hochladen. Einfache und leckere Rezepte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich natürlich. Und dann sage ich Ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.